Er ist ein Eigengewächs, kommt beim 1. FSV Mainz 05 aber nicht wie gewünscht zum Zug. Deshalb verleihen die Rheinhessen Yannick Pruth bis Saisonende an Sparta Rotterdam. Vom Potenzial des 23-Jährigen sind die Verantwortlichen aber weiter überzeugt. Deshalb wurde in den Leihvertrag auch keine Kaufoption eingebaut. Im Sommer wird der Weg Pruth demnach wieder zurück zum 1. In der Spielzeit 2016/17 stand er sogar in den letzten 7 Ligapartien als Nummer 1 im Mainzer Kasten und trug maßgeblich zum Klassenerhalt bei. Und so schaffte er es in dieser Saison trotz der Verletzung von Stammkeeper René Adler nicht an Robin Zentner vorbei, musste sich ohne Einsatz mit der Rolle als Nummer 3 abfinden. Bei 4 ambitionierten und guten Torhütern und nur einem Platz zwischen den Pfosten ist es schwierig, in Mainz auf Spielminuten zu kommen, umschrieb 05 Sportvorstand Ruven Schröder die Situation Huths. Die Chance, in Rotterdam in den kommenden Monaten Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln zu können, wollen wir Yannick gerne ermöglichen, führte Schröder weiter aus. Bei Sparta wurde auf der Position zwischen den Pfosten eine Stelle frei, da sich Ersatzkeeper Alex Cummings zum spanischen Drittligisten FC Cartagena verabschiedet und sich Stammtorhüter Rui Kortz mit am Gesäß verletzt hat.